Willkommen zurück bei Locomotion in einer neuen Aufnahmesession. Ich muss mal kurz gucken, was haben wir denn zuletzt gemacht? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Aber was ich auf jeden Fall machen wollte, ist die Züge einmal auszutauschen. Wir haben jetzt genug Geld. Und ja, dann fangen wir direkt mal damit an, ne? Wie ihr sicher seht, ich habe die Auflösung ein wenig verändert, damit die Videos jetzt auch in HD verfügbar sind. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich finde die Qualität ganz okay. Aber das ist halt, wie gesagt, mein Empfinden. So, dann gucken wir jetzt mal. Ich glaube, wir müssen alle Züge austauschen. Sehe ich das richtig? Ja, okay. Fangen wir bei Zug 1 an. So. Kurz anhalten. Ach, was mache ich denn? So, den. Ja. Halt an. Den weg und den weg. Und dann den hin und den hin. Und fertig ist die Suppe. So. Ach Quatsch, was mache ich denn? Lieber nach der Reihe, dann kommen wir auch nicht durcheinander. Wo will er denn hin? Ich glaube, ich sollte vor der 2 noch eine Zwischenstation machen, damit der Zug auch wirklich da lang fährt und nicht hier hinten mitten durch die Pampa. Ja, kurz anhalten. So und so. Und dann bekommt der Herr mal ein paar neue Loks. Ich glaube, die waren. Ja, die waren richtig. So, dann. Auf Wiedersehen. So, Zug Nummer 3. Ja. Der hatte ebenfalls solche. Moment, das geht ja so nicht, ne? Müssen wir den Zug noch auf die andere Seite tun, weil das sieht schäbig aus. Und ab dafür. Hallo? Dann vielleicht so. Hallo? Ja, nein, nicht. Ja gut, dann kommst du weg. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wenn der nicht will, dann muss wohl ein anderer herhalten. Ein bisschen was Schnelleres vielleicht. Könnten ja eigentlich so eine davor spannen, nur ich weiß nicht, müssten wir die ganze Strecke jetzt mit Fahrdraht bestücken. Aber ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Nein, da nicht. Aber hier, hier und hier und hier und da und da. Und ja, hatte ich hier keine Signale aufgestellt hier auf dem Teilstück hier. Ich glaub's ja nicht. Das muss ich jetzt mal ganz kurz ändern, weil das geht ja so nicht. Nein, nein, ja. So, und dann
Dann machen wir hier noch welche. Und hier noch welche. Und hier noch welche. Wohl. Dann, hallo, dann machen wir die doch direkt hier. So. Und dann hier und hier. Und klappt das? Nein, natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Das ist jetzt ein kleines Problem. Das müssen wir mal kurz beheben. So, und das Problem ist gelöst. Den da und dann hier. Genau. So soll es sein. Dann bekommt das hier noch ein bisschen Signal. Und dann können wir die Strecke nachher nutzen, um nach wo auch immer zu bauen. Das war jetzt richtig, oder? Nein, oder? Ich bin vielleicht ein Trottel. Wohl. Wir könnten dann ja eigentlich die Güterzüge außen rumfahren lassen und weil dann haben wir das hier entlastet und dann, ja, das wäre doch eine Überlegung wert. So. Ja, wir müssen jetzt natürlich noch hier hinten den Fahrdraht vollenden. Das mache ich jetzt auch nochmal eben kurz. Hier hatten wir schon, da auch, hier noch. Nein! Kein Geld mehr. Hallo? Achso. Jetzt fahr. Na, geht doch. So, dann mal weiter. Den hier, dann den hier. Und wieder warten. Mann, man macht ja einen Heidenspaß hier. Fahr doch. Hallo? Warum rüttelt er denn so rum? Machen wir ja nicht den Lok kaputt, Mensch. Ich glaube, ja, toll. Dann heißt wieder warten. Lalalalalalala. Ja, komm. Oh, hier fehlt auch noch. Ups. Ach, hier ist ja noch ein Signal. Dann sollte man vielleicht auch mal hier, ne? Und so. Oh, eine neue Lok. Oh, eine neue Lok. Ja. Geld? Hallo? Mein Freund. Was wird das denn jetzt hier? Hallo, falsche Fahrstraße. Nee, so geht das aber nicht hier. So. Und jetzt nochmal richtig, bitte, ne? Weil du sollst doch... Wo hast du denn die 6? 3. 6. Ach so, ich glaube, ja. War ja irgendwie klar. So und dann so. Und dann tschüss.
Geld haben wir noch keins. Ich hoffe gleich wieder. Wunderbar. Läuft ja wie am Schnürchen, das Mensch hier wohnt hiervon. So und so und dann so und so. Wo bist du denn? Moment, machen wir andersrum. Weil das sieht ja irgendwie doof aus. Sieht ja irgendwie doof aus, ja. Ist doch leicht, will sie, oder? Jo, ist es. Ja, aufladen. Machst du aber schön. Ach, du fährst schon. Mann, ist das eine schwule Hupe. So, dann der nächste, bitte. Wieso ist denn der? Ach so, ja. Ich vergaß. 1, 2. Was ist los heute? So. Nein, 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 nein. Schön hier bleiben. Muss ja nochmal mit Öl beladen werden, ne? So ist fein. So, schön warten. Nein, nicht beladen. Ah, komm, dann fahren wir eben eine Runde. Mann, was wir uns hier für ein Geschäft entgehen lassen mit den ganzen Passagieren, die hier stehen. Ob das so richtig ist, die einfach stehen zu lassen? Also, ich meine, gut, die Straßenbahn fährt da, aber das ist so das Einzige, was da fährt. Von daher ist das ein bisschen schade, finde ich. Aber da macht man halt nichts, ne? War das ist der oder? Ja, nehmen wir von denen, ja. Muss halten. So. Ja. Ist ja gut. Ach so. Ich dachte gerade schon. Keine Dampfloks mehr. Außer die hier oben natürlich, aber die will ich jetzt nicht, ne? Sieht ja doof aus. Die nehmen wir nicht. Obwohl. Was ist denn mit so einer? Ja, die sieht ja hübsch aus. So, wo sind die andere? Ach so. Wie soll es anders sein? Hat natürlich eine Panne. Hat mir jetzt hier so eine genommen, oder? Ja. Und tschüss. So, und dann der hier. Ja, du stehst ja schon perfekt da. In den Startlöchern.